Meine Großmutter erzählte mir oft Geschichten über eine längst vergangene Zeit. Von einer Zeit des Friedens. Gefolgt von den Worten, dass es damals einen Avatar gab, der für den Frieden zwischen den vier Nationen sorgte, ja, nahm wohl eine der besten Serien in der Animationsgeschichte seinen Lauf. Aber warum schon wieder eine Live-Action-Serie daraus machen? Da ist schon wieder recht still um den Glatzkopf und seinem Team Boomerang wurde, dachte ich mir heute einfach mal ein Video rauszuhauen mit allen Infos und Details, die wir bis jetzt zur kommenden Live-Action-Serie auf Netflix bekommen haben. Dem Ausstieg der Schöpfer, die Suche nach dem passenden Cast, welchen Handlungsstrang die Serie aus dem Cartoon abdeckt, was sie zu einer der teuersten Produktionen der TV-Geschichte werden lässt, das Veröffentlichungsdatum und so weiter und so fort, was vermutlich schon längst überfällig war. Oder? Ich meine, wir warten mittlerweile seit ganzen 3 Jahren auf den Release und ich glaube, langsam wird's mal Zeit. Deswegen schnappt euch am besten einen Jasmin-Tee und los geht's. Wir beginnen unsere Reise im Jahre 2017 und den Gerüchten einer potenziell neu animierten Serie des Avatar-Universums, die von Netflix produziert werden und sogar schon ein Jahr später ihre Premiere feiern soll, was nicht nur der ungefähre Zeitpunkt der Ankündigung der Avatar-Blu-ray-Version und den Korra-Trilogien war, was noch einmal zeigt, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist, sondern gerade einmal ein Jahr später das Gerücht widerlegt und kurz nach dem Avatar-Hype im Jahre 2018 angekündigt wurde, dass Netflix sich tatsächlich die Rechte geschnappt und bald eine Live-Action-Serie erscheinen soll, was den meisten von uns nicht wirklich gefallen hat, da 2010 Shamalama Ding Dong etwas Ähnliches versucht hatte, allerdings, naja. Mein Name ist Aang. Der Sosinsche Komet. Sie ist eine Wendigerin. Katara? Ja. Um aber nicht ein zweites Mal den Zorn der Community auf sich zu ziehen und erneut einen großen Fehler zu begehen, wie Brian Konietzko und Michael Dante DiMartino den Streifen auch nannten. It sucked. It sucked. It's terrible. It's horrible. I really didn't like it. Hieß es, sie würden aktiv an der Produktion mitarbeiten und bei den wichtigsten Entscheidungen Mitspracherecht haben, was den Cast, die Handlung, das Setting und so weiter angeht, was vorerst auch der Stand der Dinge blieb. Wir freuen uns riesig über die Gelegenheit, an der Live-Action-Adaption von Avatar The Last Airbender Regie zu führen. Wir können es kaum noch erwarten, Aangs Welt so filmisch umzusetzen, wie wir sie uns schon immer vorgestellt haben und das mit einer kulturell angemessenen Besetzung, die keinen weißen Schleier trägt. Es wird die einmalige Chance sein, auf die harte Arbeit des Cartoons aufzubauen, um noch tiefer in die Charaktere, die Geschichte, die Action und dem Worldbuilding einzutauchen. Netflix besteht voll und ganz auf unsere Vision, diese Adaption zu manifestieren, wofür wir ihnen unglaublich dankbar sind. Als im selben Monat dann noch angekündigt wurde, dass Jeremy Zuckerman, der bereits für die Soundtracks der Urserie verantwortlich war, ebenfalls mit an Bison sein wird und das erste Artwork mit folgenden Worten der beiden Schöpfer erschien, waren die ersten Befürchtungen auf jeden Fall schon mal verschwunden. Ich habe mir Bilder der Antarktis angesehen und hatte Lust, diese Farben zu malen. Ich fing also eine neue Version einer sehr alten Konzeptzeichnung von Avatar zu erstellen, genauer gesagt einer der ersten, die jedoch immer noch eine meiner Favoriten ist. Ja, spätestens ab diesem Moment war auch der letzte Avatar-Fan gehypt. Von den Posts und den Tweets der Schöpfer mal ganz zu schweigen. Bis nur 4 Monate vergehen mussten und es zu einem Casting-Aufruf für den Hauptcast kam, um zu verhindern, dass Avatar erneut mit Whitewashing und anderen Vorwürfen bombardiert wird. Ja, sie wollen dieses Mal darauf achten, einen kulturell angemessenen Cast zu erstellen und alles so originalgetreu wie möglich zu gestalten, was erneut für die noch kommende Serie sprach. This is the first time the network is doing an open call of this scale. So we are interested in hearing from you. If you know anybody who is around the age of 14 or 16, or if you look around that age, if you can play that age, email in. Mein Name ist Iroh. Nein, ist er nicht. Auch wird Aaron Ihes Teil der Crew sein, der Headwriter des Originals war, ebenfalls extrem hyped auf das Projekt ist und alles gut zu sein schien, bis dann Mitte 2020 war. Und alles änderte sich. Ja, denn Coronavirus!
sorgte vorerst für einen kompletten Stillstand der Dreh- sowie Vorbereitungsarbeiten, die wir es nicht nur in Brians Story sahen, sondern sich die Suche nach dem Cast auch immer mehr verzögerte. Wollen Sie mir etwa meinen Job erklären? Selbst nach der Listung auf Netflix wurde gemeint, dass die Dreharbeiten allerfrühestens 2021 starten sollten. Nein, niemals. Das würde ich bei der schönsten Blume in Gottes Garten niemals wagen. Während in der Zwischenzeit also zahlreiche DLCs für andere Games von Avatar erschienen sind, weitere Comics angekündigt wurden und der zweite Band vom Kiyoshi-Roman erhältlich war, kam dann am 12. August 2021 die schmerzhafte Nachricht, dass sowohl Brian Konietzko als auch Michael Dante DiMartino dem Projekt den Rücken gekehrt, die Produktion verlassen und Netflix auf sich alleine gestellt haben. Es war also eigentlich nur vorherzusehen, bis Netflix den ersten Shitstorm erhielt und zahlreiche Anhänger des Avatarverse den Großkonzern auf ihren Social-Media-Kanälen beleidigten, ihnen drohten und was weiß ich noch alles, bis dann am selben Tag die Statements der beiden Schöpfer online kamen und, ja, hört einfach selbst. Brian meint: Bevor ich zum Punkt komme, wollte ich klar machen, dass mir bewusst ist und ich dankbar dafür bin zu sagen, dass ich mich in einer Position befinde, wo folgende Probleme keine wirklichen sind. Vor allem jetzt, wo sich die Welt in einer Krise befindet und Millionen von Menschen dadurch arbeitslos wurden. In dem Sinne möchte ich jetzt mal zu den News in meiner kleinen Welt kommen. Michael DiMartino und ich haben vor kurzem beschlossen, die Netflix-Live-Action-Adaption von Avatar, der Herr der Elemente, zu verlassen. Die Serie, die sowohl er als auch ich im Jahre 2002 erschufen. Was heißt, dass wir uns auch in Zukunft nicht mehr daran beteiligen werden. Auch wenn es vermutlich die schwerste Entscheidung meines Lebens war, gibt es daran keine Zweifel. Und es war die absolut richtige Wahl. Als Netflix uns vor genau 2 Jahren an Bord zog, gaben sie uns das feste Versprechen, unsere Visionen zu verwirklichen, woraus unglücklicherweise nichts wurde. Obwohl ich seitens Netflix und unserem kleinen Team mit vielen talentierten Menschen arbeiten durfte, hatte ich das Gefühl, die Leitung dieses Projektes wollte uns nicht wirklich unterstützen. Grob gesagt war es nicht einfach, nicht unsere Vorstellungen umsetzen zu können. Mike und ich sind offene Menschen und nicht alle Ideen müssen von uns stammen. Solange wir das Gefühl haben, diese Ideen würden gut zu der Atmosphäre von Avatar passen und ließen sich gut einbringen, wollten wir einfach, dass alles gut zusammenpasst. Wie dem auch sei, kamen wir letztendlich zu dem Entschluss, dass es keinen Sinn ergibt, weiterhin die leitenden Köpfe dieses Projektes zu sein. Obwohl ich zutiefst enttäuscht darüber bin, wie sich die Dinge entwickelt haben, arbeiten nach wie vor extrem talentierte Leute an der Serie, einige, die Mike und ich persönlich anheuerten und viele, die wir während des Projektes kennenlernen durften. Wir arbeiteten hart daran, eine Adaption herauszubringen und zu zeigen, wie gut diese hätte werden können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie daraus machen und hoffe, sie nutzen ihre Chance. Vielleicht ist das verbleibende Team ja in der Lage, den Fans des Originals das zu geben, was sie auch wollen und neue Zuschauer dazu zu gewinnen. Im Großen und Ganzen habe ich einen unglaublichen Werdegang und bin zutiefst dankbar dafür, außerdem glücklich darüber, eine weltweite Community an Fans zu haben, die mit der Show aufgewachsen sind, die Mike und ich damals erschaffen haben. Ich werde meine Zeit, Energie und mein Talent in Zukunft dafür nutzen, die Projekte zu verwirklichen, denen ich vertraue und die ich respektiere. Das Leben ist einfach viel zu kurz, um es anders zu machen. Brian Konietzko. Während Mike mit der Überschrift "Ein offener Brief an die Avatar, der Herr der Elemente"-Fans meinte: Viele von euch haben mich nach Updates der Live-Action-Serie von Avatar, der Herr der Elemente gefragt. Schlussendlich kann ich euch sagen, dass ich nicht länger an diesem Projekt beteiligt bin. Im Juni diesen Jahres, also nach ganzen 2 Jahren der Entwicklungsarbeit, haben Brian Konietzko und ich die schwere Entscheidung getroffen, die Produktion zu verlassen. Als Brian und ich 2018 dem Projekt zusagten, wurden wir als Executive Producer und Showrunner eingestellt. Bei der gemeinsamen Ankündigung der Serie meinte Netflix, sie würden unsere Vorstellungen unterstützen und alles dafür geben, unsere Visionen zu verwirklichen, woraufhin wir zum Ausdruck gebracht haben, wie aufgeregt wir waren, diese Gelegenheit nutzen zu dürfen und dann auch noch ganz oben mitzuspielen, auch wenn es unglücklicherweise anders verlaufen ist, als wir alle dachten. Produktionen sind herausfordernd, unvorhersehbare Dinge können passieren, Pläne müssen geändert werden und wenn diese eben genannten Punkte mit ein paar anderen Faktoren eintreten, versuche ich mich meistens wie ein Luftnomade anzupassen. Sprich, mit dem Strom mitzugehen, egal welches Hindernis mir in den Weg gelegt wird. Aber selbst ein Luftnomade weiß, wann es Zeit ist, aufzugeben und weiterzumachen. Ich fing damit an, mich zu fragen, was in meinem Leben wirklich wichtig ist und wie ich mit dem umgehe, was es nicht ist. Ich nahm mir ein Beispiel an ein paar Weisheiten von Onkel Iroh, ging in mich und fing an, mich zu fragen,
Wer bist du und was willst du eigentlich? Ebenfalls suchte ich nach anderen Weisheiten von stoischen Philosophen, die sich hauptsächlich damit beschäftigten, was genau wir kontrollieren können und was nicht. Ich begriff, dass ich die kreative Leitung der Serie eben nicht kontrollieren konnte. Meine Meinung jedoch schon, woraufhin ich beschloss, das Projekt zu verlassen. Es war die härteste Entscheidung meines Lebens, die ich jemals treffen musste und vor allem keine, die mir leicht fiel. Allerdings notwendig für mich und mein Gewissen war. Und wer weiß, die Netflix Live-Action-Adaption hat Potenzial gut zu werden. Es könnte sich alles noch zum Guten wenden und eine gute Serie werden, die jeder von uns bis zum Ende genießen kann. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass die fertige Version, also das, was ausgestrahlt wird, nichts mit den Vorstellungen und Plänen zu tun hat, die Brian und ich verwirklichen wollten. Auch wollte ich noch klar machen, dass das nicht heißt, dass ich am Avatarverse nicht mehr mitwirken werde. Sowohl die Geschichte als auch die Charaktere sind mir wichtig, was das erneute Beschäftigen damit und die Aufregung erneut bestätigen, was mich einfach nur begeistert. Diesen Brief hier schrieb ich schweren Herzens und ich weiß, viele von euch sind über diese Neuigkeiten traurig und enttäuscht. Ich hab's verstanden. Ich teile diese Gefühle mit euch, habe aber auch gleichzeitig begriffen, dass dieser herbe Rückschlag im Vergleich zu den Problemen, die die Bevölkerung momentan hat, recht gering ist. Glücklicherweise hat Iro für so etwas auch eine Weisheit auf Lager. Manchmal ist das Leben wie ein dunkler, dunkler Tunnel. Man hat ständig das Gefühl, nie wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu erblicken. Aber wenn man immer schön weitergeht, dann wird man vielleicht an einen schöneren Ort gelangen. Mögen wir alle in Bewegung bleiben und einen besseren Ort erreichen. Vielen Dank fürs Lesen und eure bestehenden Interesse am Avatar-Universum. Mit den besten Grüßen, Michael Dante DiMartino. Was uns die beiden Schöpfer hier mitgeteilt haben, hätte vermutlich niemals jemand von uns gedacht und beschreibt in meinen Augen einfach nur die Unfähigkeit seitens Netflix. Und auch wenn wir keine genaueren Infos bekommen haben als diese Briefe hier, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sprike extrem viele Kompromisse eingegangen wären, es aber genau wie bei jeder anderen Live-Action-Serie von Netflix vermutlich wieder Abänderungen geplant wurden, die in keinster Weise nötig wären. Wie zum Beispiel bei Winx Club, Cowboy Bebop oder Worst Case, Death Note. Man hat ständig das Gefühl, nie wieder ein Licht an seinem Ende zu erblicken. Aber wenn man immer schön mutig weitergeht. Die Schöpfer, aus dessen Feder Avatar also stammt, haben das Projekt verlassen, was erneut zu Verzögerungen führte und erst nach 7 Monaten die Info durchsickerte, dass die Dreharbeiten im August dieses Jahres in Kanada starten sollen, so wie Showrunner Albert Kim bekannt gegeben. Als dann im Mai noch das Alter des Castes bekannt gegeben wurde und im Juli der Post kam, dass das Team sich entschieden hätte, beziehungsweise die perfekte Belegschaft für das Team gefunden hatte, schien auf einmal alles wieder gut zu laufen und sogar besser als gedacht. Dann wird man vielleicht an einen schöneren Ort gelangen. Michael Goy, der sich als Kameramann und Regisseur bei Serien wie American Horror Story und Netflix Sabrina einen Namen machen konnte, wird ebenfalls mitwirken bzw. Regie führen, genau wie Michael Wiley als Designer fürs Worldbuilding, Make-up und so weiter. Make-up. Danke. Ja, für einen Clown. Im August wurden dann auch endlich die Gesichter gedroppt, die in Zukunft unser Team Boomerang spielen werden und wir uns jetzt mal genauer anschauen. Avatar Aang soll von dem 11-jährigen Schauspieler Gordon Cormier gespielt werden, der aus Lost in Space sowie Paramount Plus The Stand bekannt sein dürfte und philippinische sowie kanadische Wurzeln besitzt. Das Coole an Gordon ist, dass er genau wie ca. 90% vom Rest des Castes ein Avatar-Fan ist, wie wir es nicht nur auf Insta sahen, sondern sich auch extrem auf die Rolle freut. Ja, Interviews mit den verschiedensten Magazinen, Posts mit seinen Kollegen und die Vorbereitung auf seine Rolle sprechen nur dafür, genau wie das Abrasieren seiner Frisur, die wir aber erst in der finalen Version zu sehen bekommen. Meiner Meinung nach definitiv eine sehr gute Auswahl und auch definitiv besser als das hier. Du lügst! Machen wir mit Katara weiter, die von der 14-jährigen Kia Ventio Tarbell verkörpert werden soll. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eine indigene Nordamerikanerin ist und ihren größten Erfolg wohl mit Annie with an E hatte. Genau wie bei Aang ist sie ein Riesenfan des Franchise und meinte so nicht nur, dass es ein wahr gewordener Traum sei, in der Live-Action-Serie von Avatar mitzuwirken, sondern sie für die Rolle als Katara auch sterben würde.
Ja, nicht nur sprechen auch ihre Posts dafür. But because I've been pestering my friends that I should be Katara in the live action for 2 years straight. Here are some of the reasons why I should be Katara. I do real Shaolin Kenpo. Das Chillen mit anderen Kollegen oder dieses Gruppenbild hier, wo sie schon ähnliche Affenschaukeln besitzt wie Katara in ihren frühesten Konzeptzeichnungen, sondern auch Stories am Set, Interviews und so weiter und so fort. Ebenfalls ein Gesicht, welches man hätte nicht besser wählen können. Lasst ihn in Ruhe! Kommen wir aber nun zu Ian Ousley und unserem Sokka, der während der Dreharbeiten 19 Jahre alt war, bereits bei Tote Mädchen Lügenlicht mitgespielt und erst kürzlich einen Shitstorm für seine Rolle bekommen hat, da er wohl bei seiner Herkunft gelogen hatte, beziehungsweise durch seine Rolle das Whitewashing aus The Last Airbender wieder aktuell schien. Ich persönlich muss zwar sagen, dass ich es nicht wirklich gut finde, durch eine Lüge auf das Versprechen der beiden Schöpfer zu scheißen, aber Hashtags ins Leben zu rufen wie Remove White Soccer, unzählige Videos darüber zu machen, ihn zu canceln oder ihn allgemein Drohungen zu schicken und zu verlangen, ihn aus dem Projekt zu werfen, ist einfach nur lächerlich, Mann. That's rough, buddy. That's rough, buddy. Umso besser, dass er den Hate nicht wirklich an sich herangelassen hat und den ganzen hobbylosen Menschen das hier als Antwort gab. Der Typ sieht nun mal 1:1 wie Sokka aus, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber eure Meinung zu dem ganzen Shitstorm würde ich schon gerne in den Kommentaren lesen. Das Universum liebt es, mich eines Besseren zu belehren, oder? Klar, du legst es ja darauf an. Kommen wir zu guter Letzt noch zu Zuko, der vom 10-jährigen Dallas Leo gespielt wird. Chinesische, amerikanische und indonesische Wurzeln besitzt und ebenfalls Feuer und Flamme für die Rolle ist. After watching him through my childhood, especially for Zuko, who's has one of the greatest, you know, character development like ever. Bekannt sollte er aus Marvel's Shang-Chi sein und auch wurde jetzt schon des Öfteren von Katara als auch von seiner irgendwie Schwester Azula, die von Elizabeth Yu verkörpert wird, geroastet. Hi from Germany, what's up? Ja, auch hier hätte es vermutlich keinen besseren gegeben, was nicht nur sein mentaler Zustand über ihn verrät, sondern auch sein Gesicht. Ich bin Prinz Zuko. Sohn des Feuerlords Ozai und Anwärter auf den Thron! Die tun so, als wäre ich total verbissen und humorlos. Also ich finde, dass der Schauspieler dich recht glaubhaft darstellt. Man kann von einer Live-Action-Umsetzung auf jeden Fall halten, was man will. Aber wenn man eins sagen kann, dann, dass hier auf jeden Fall extrem darauf geachtet wurde, sich so wenig Fehler wie möglich zu erlauben. Egal, ob wir jetzt von der Herkunft der einzelnen Actor reden, dem optischen oder dem Talent der Leute. Egal, ob Daniel Day-Kim als Feuerlord Ozai, Paul Sun-Jung Lee als Iroh, der bereits einige Gespräche mit Aang hatte und ebenfalls Feuer und Flamme ist. That's right. Having dinner with the Avatar himself, and he's fantastic. You are all going to fall in love with this fine young man, this actor. He's number one on the set. Ken Loeng als Admiral Zhao, Lim Kay Siu als Mönch Gyatso, Maria Zheng als Suki, Yvonne Chapman als Avatar Kiyoshi oder aber Casey Camp Horinek als Gran Gran. Aang, das da ist meine Großmutter. Nenn mich einfach Gran Gran. C.S. Lee als Avatar Roku, Amber Midthunder als Prinzessin Yue, A. Martinez als Meister Paku, Utkarsh Ambudkar als König Bumi, Danny Pudi als Mechaniker, Joel Outlet als Han, Momona Tamada als Ty Lee, Joel Montgrand als Hakoda, Talia Tyler Tren als Mai, Ryan Ma als Leutnant Dang, Nathaniel Arkent als Stammesoberhaupt Anuk, Irene Bedard als Yakoda, Megwun Fairbrother als Avatar Kurok, Hiro Kanagawa als Feuerlord Zosin, Sebastian Amorosu als Jet und so weiter und so fort. Boah, ich brauche was zum Trinken. Jeder von ihnen hat ein Gesicht, das nicht besser mit ihren Rollen hätte matchen können. Und jeder von ihnen wirkt mit dem Avatar-Universum vertraut. Oh my gosh, you go from animation to live action. Right, isn't that crazy? I mean, definitely one of my favorite animations as well, so I'm so honored. Es gibt Bilder vom Set, Insights wie Iroh's Bart oder Ozais Dreh,
Gruppenbilder, Bilder mit Merch, Figuren oder eben ganz im Stil von Avatar. Really special project because I feel like it's like your Asian American Game of Thrones or Lord of the Rings. Like it's a big show, very big show. And so I'm honored to be a part of it and it's so exciting to play. Such a fun character. Und das Beste, Videos, in denen man die Reactions sieht, als ihnen mitgeteilt wurde, dass sie Teil der Live-Action-Umsetzung sein werden. Kiyoshi las sogar ihre Romane und meinte, dass sie Druck spüren würde, so einen einzigartigen Charakter spielen zu dürfen. Oder genauer gesagt... Ich kann nicht viel über dieses Projekt sagen, aber eins steht fest, nach dem, was ich gesehen habe und meine Erfahrung in der Show, werden die Fans von Avatar The Last Airbender von dieser Live-Action-Serie nicht enttäuscht sein. Es sieht phänomenal aus. Er brachte sich selbst zu Fall, weil er zu stur war und sich weigerte, aus dem Weg zu gehen. Ich persönlich sehe da keinerlei Unterschied. Zwar gibt es kleine Abänderungen, wie dass unter anderem Ozai, Azula, Mai, Ty Lee, Avatar Kurok und Kaya bereits in der ersten Staffel auftauchen. Halt, warte, lass mich raten. Das ist eine Falle. Aber wisst ihr was? Was ist? Ich glaube, die Köpfe hinter dem Ganzen wissen ganz genau, was sie machen. Und dass Episoden wie Grabenkämpfe oder die Wahrsagerin nicht vorkommen werden, sollte uns allen klar sein. Das ist die größte Schlucht im Erdkönigreich. Aber zurück zum Thema und weiteren Details. Denn nachdem der Cast so gut ankam und daraufhin weitere Director angekündigt wurden, die sich bereits einen Namen an anderen großen Projekten machen konnten, meinte der Showrunner, der Bryke abgelöst hat, Albert Kim: Versteht mich nicht falsch, wir werden diese Welt erweitern und wachsen lassen und es wird Überraschungen für bestehende Fans und diejenigen geben, die neu in der Geschichte sind. Aber während dieses Prozesses war unser Schlagwort Authentizität. Zur Geschichte, zu den Charakteren, zu den kulturellen Einflüssen. Authentizität hält uns am Laufen, sowohl vor als auch hinter der Kamera, weshalb wir ein Team zusammengestellt haben, wie es noch nie zuvor gesehen wurde. Eine Gruppe talentierter und leidenschaftlicher Künstler, die rund um die Uhr daran arbeiten, diese Welt einfach unglaublich reich und schön zu gestalten. Aber am Ende war der Grund, warum ich mich hierfür entschieden habe, eine Sache. Irgendwo da draußen sitzt ein kleines Kind vor seinem Fernseher und wartet darauf, auf eine unglaubliche Reise mitgenommen zu werden. Und ich möchte sie mitnehmen. Ich hoffe, du kommst auch mit. Was uns zeigen soll, dass die Köpfe hinter der Live-Action-Umsetzung alles dafür geben, uns erneut auf eine mysteriöse, wunderschöne, nostalgische und asiatisch angehauchte Welt mitzunehmen, so wie es das Original aus dem Jahre 2005 ebenfalls tat und uns extrem faszinierte. Ich meine, wir sind alle nur deswegen hier. Du kannst dich völlig frei entscheiden. Während wir im März also erfahren haben, dass die erste Staffel bzw. Buch 1 genau 8 Episoden haben soll, wo einer um die 15 Millionen Dollar Budget zur Verfügung gestellt wurde, was sie gleichzeitig zu einer der teuersten Produktionen von Netflix werden lässt, wurden gerade einmal 8 Tage später Fotos vom Set geleakt, der uns vermutlich ein Gebäude der Feuernation zeigt bzw. sehr nach dem Gefängnis aussieht, als Zhao Aang fangen und der blaue Geist die daraufhin befreien konnte. Wir machen einen kurzen Zeitsprung, gut 4 Monate in die Zukunft und der Ankündigung vieler neuer Gesichter für die Show, wobei der Fakt, dass der originale Synchronsprecher vom Kohlkopfhändler einfach seinen Charakter spielen darf. Meine Kohlköpfe! Meine Kohlköpfe! Doch nicht nur das, sondern dass mittlerweile ganze 131 Schauspieler an der Serie mitwirken. Und das nur im Vordergrund. Es wurde davon gesprochen, dass die Live-Action-Adaption eine so gigantische Anzahl an StuntmännerInnen oder so besitzt, sowie KampfkünstlerInnen, Meister des Martial Art, was bei den Bändigerbewegungen ja ausschlaggebend ist, unzählige weitere Darsteller mit asiatischem Hintergrund und so weiter und so fort. Ja, selbst noch so unwichtige Nebenfiguren wie Theo, die gesamten Freiheitskämpfer, nennen Feuerweise und Han werden Teil sein. Selbst Geister wie Wan Chitong, der ebenfalls schon im ersten Buch spawnen soll, oder Ko der Gesichtsräuber sind dabei. Mein guter alter Freund der Avatar. Es ist schon sehr lange her. Die Schauspieler von Jun und Ty Lee konnten sogar bereits erste Eindrücke abgeben, womit uns eigentlich nur noch 2 wichtige Figuren fehlen. Genau, jemand sehr, sehr Wichtiges. Wo ist Momo? Und, Appa,
Denn anders als... Das hier wurde gemeint, dass die beiden sowie alle anderen Hybridtiere des Avatar-Universums aus einfachen Effekten bis hin zu CGI bestehen. Es wurde sogar davon gesprochen, eine Art Puppenspiel zu machen, ähnlich wie bei Star Wars mit Baby Yoda oder aber Game of Thrones mit den Drachen, was in Bezug auf die Crew und dessen vorherige Projekte sehr vielversprechend ist, ich mich aber leider null mit den ganzen Prozessen hinter den Kulissen auskenne und ich deswegen einfach mal schnell aufzähle, auf was für Effekte geachtet wurde und auf was wir uns noch alles so freuen können. Angefangen mit Jeremy Zuckerman, der ja wie bereits vorhin erwähnt für die Soundtracks der Serie zuständig sein wird und originale Stücke der Urserie mit einbindet, bekommt er Unterstützung von niemand geringerem als Takeshi Furukawa, der sich mit Tracks aus Filmen wie Star Wars, The Clone Wars, Mythic Quest und sogar The Last Guardian einen Namen machen konnte. Und wenn wir schon bei Star Wars sind, was ich leider auch nie geschaut habe, können wir ja mal über das sogenannte Volume reden, was laut dem Guinness World Record die größte LED-Bühne der Welt ist und vorher ausschließlich für Projekte wie The Mandalorian und der noch kommenden Obi-Wan Kenobi-Serie verwendet wurde. Sprich, wir hier etwas ganz Neues zu sehen bekommen oder es mit den Worten des Drehbuchautors Peter Friedlander auszudrücken. Diese Shows sind sehr aufwendige Produktionen und erfordern eine Menge Zeit, sowohl bei der Production als auch bei der Post-Production. Daher muss man die lange Reise, die einige dieser Shows zurücklegen, respektieren, um etwas zu liefern, was zuvor im Fernsehen noch nie zu sehen war. Und das ist es, was wir bei vielen dieser Shows haben, an denen wir arbeiten. Ob es sich nun um Avatar, One Piece oder Three Body Problem handelt. Es sind große visuelle Spektakel, bei denen man den Prozess ehren und respektieren muss, wenn man bei der visuellen Erzählkunst neue Maßstäbe setzt oder an der visuellen Avantgarde der Erzählkunst arbeitet. Das erfordert Forschung und Entwicklung und viele Versuche, um es richtig hinzubekommen. Aber das ist die Absicht, das ist die Hoffnung, dass man mit atemberaubender visueller Darstellung gepaart mit einwandfreier Erzählkunst in diese Welten eintauchen kann. Die Reisen sind lang, aber hoffentlich fruchtbar. Jeder dieser spektakulären Shows ist einzigartig. Jeder geht seine eigene Reise an und es ist eine Mischung aus Film und Fernsehen. Deshalb muss man jedes Mal das Rad neu erfinden, wenn man an einem von ihnen arbeitet. Und es ist auf der ganzen Linie erfüllend, wenn es gelingt. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, Fabi. Worte wie atemberaubendes Spektakel und Augenschmaus gepaart mit tadellosen Geschichten erzählen und im Satz, dass es sowas vorher noch nie im TV gab, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Genau wie die Zusammenarbeit mit dem siebenfach Oscar ausgezeichneten VFX-Studio DNEJ, dem Fakt, dass das Seitenverhältnis der Serie 2,00:1 sein soll, genau wie The Crown und House of Dragons, während das Original ja nur im 4:3 Format produziert wurde, und zu guter Letzt die Ankündigung, dass neben den ganzen eben genannten Arbeiten Netflix Avatar Konkurrenten wie Disney Plus, HBO zusammen helfen lässt, um an Sets arbeiten zu können, um jeden Teil der Welt von Avatar zum Leben zu erwecken und darauf zu achten, es so authentisch, originalgetreu und episch wie möglich wirken zu lassen. Also nicht so. I want my money back. Wow. And I actually wish I had my hair back too. Auf was wir uns jetzt also im Endeffekt freuen können, sind 8 Episoden, die jeweils eine Stunde gehen, wovon die erste sogar noch von Bryke mitgeschrieben wurde. Zwar ist immer noch kein genauer Release bekannt, jedoch können wir uns schon mal auf Mitte, Ende 2023 einstellen und auch das Intro der ersten Episode wurde uns schon grob mitgeteilt. Ich blende euch einfach mal kurz das Zitat ein, welches erneut von den Talenten der Schöpfer nur so strotzt, den krassen Effekten, auf die wir uns freuen können, während wir ein Boot mit 2 Passagieren beobachten, das durch eine Strömung in eine Eishöhle geschwemmt wird, wo wir vermutlich unseren Glatzkopf das erste Mal zu sehen bekommen. Das Licht stammte von einer unglaublich starken Quelle. Das muss ja sein. Oder es war nur ein gewöhnliches Wetterleuchten. Kommen wir aber nun zum letzten und wohl wichtigsten Punkt des gesamten Themas. Nämlich, was für Änderungen Netflix vornimmt und inwiefern sich die Adaption vom Original unterscheiden wird. Vorneweg wird es wohl kein Cartoon sein.
Ab dem Moment, als die Schöpfer das Projekt verlassen haben, war wohl klar, dass Abänderungen wie das Erscheinen von Figuren, die eigentlich erst im späteren Verlauf der Story ihren Auftritt hatten, die geringsten Probleme darstellen wird. Ja, das Einbinden von Azula, Mai Tai Li, Wan Shitong, Osei Kurok und Kiyoshi, die vermutlich einen längeren Auftritt haben wird als die 5 Minuten aus dem ersten Buch, hat vermutlich einen Keil in die Community getrieben. Wenn man jedoch bedenkt, dass den Köpfen hinter der Produktion nichts wichtiger ist, als respektvoll mit ihren Fans umzugehen, insgesamt 120 Millionen Dollar in das Projekt stecken, sowie zahlreiche namentlich bekannte Gesichter mitwirken lassen und alles dafür geben, nichts an Informationen durchsickern zu lassen, bin ich mir eigentlich nach wie vor ziemlich sicher, dass sie uns nicht enttäuschen werden. Weder von den Effekten, noch vom Storytelling oder... Kannst du mir auch deinen Namen verraten? Die Mönche nennen mich Aang. Ihr müsst euch mal vorstellen, die drei reisen um die halbe Welt und fragen dann erst, wie der Junge heißt, der aus einer Eisberg-Gebärmutter gespawnt ist. Ab mit ihren Köpfen und vereinen für jeden Kohlkopf! Zwar hoffe ich, dass die Outfits und das Make-up weniger cringe wird als zum Beispiel in Once Upon a Time, aber mehr Bedenken habe ich auch nicht wirklich. Das Projekt Avatar, der Herr der Elemente auf Netflix, wird neue und einmalige Maßstäbe setzen, wenn sie diese nicht schon erreicht hat. Wobei mir folgende Punkte am meisten aufgefallen sind und vielleicht ja auch noch den Rest von euch überzeugen können, die weniger an dieses Projekt glauben. Erstens hat Netflix trotz des Shitstormes bezüglich des Verlassens der Schöpfer weiterhin darauf geachtet, respektvoll mit dem Franchise Avatar umzugehen. Zweitens arbeiten viele Fans der Serie mit, beziehungsweise müssten wissen, was für Insider wir brauchen, um glücklich zu sein, welche Charaktere im Vordergrund stehen sollen, auf welche Charakterentwicklung wir genau achten, wie das Worldbuilding aussehen sollte und so weiter. Drittens meinten Bryke in ihrem Statement ja selbst, dass die hinterbliebenen Köpfe extrem talentiert sind und alles dafür tun werden, um uns nicht zu enttäuschen. Viertens hat das Projekt, wie bereits erwähnt, neue Maßstäbe erreicht, im Sinne von Effekten, Soundtracks und sogar Zusammenarbeiten ermöglicht mit den unterschiedlichsten Konzernen. Fünftens ist der Cast einfach nur krank gut gewählt worden, wo mir selbst der größte Hater zustimmen müsste. Und sechstens wurde sich extrem viel Zeit gelassen, um nichts zu überstürzen und vermutlich Abänderungen so gut wie es geht nochmal zu überdenken bzw. sogar ganz wegzulassen. Während die negativen Aspekte dagegen echt, gering ausfallen. Klar ist es eine Live-Action-Adaption und klar ist sie von Netflix und klar sind die Schöpfer ausgetreten. Aber wie gesagt, freue ich mich persönlich extrem auf diese Umsetzung und bin gespannt, was Netflix uns so zu bieten hat. Leute, ich will in den Kommentaren unbedingt eure Meinung zu dem Ganzen wissen. Vor was ihr am meisten Angst habt, auf was ihr euch am meisten freut und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, um als gottesgleiche Umsetzung von Avatar der Herr der Elemente zu zählen. Ich will einfach mal schauen, ob ich der Einzige bin, der dem ganzen Projekt eine Chance gibt und wie ich das Ganze für meinen Kanal irgendwie ausschlachten kann. Also vielleicht fällt euch da ja irgendwas ein. Avatar in Minuten, Avatar-Folgen-Reviews... Ihr seid der Kreativer, keine Ahnung. Und natürlich den Pfeil-Emoji, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, um zu schauen, mit wem ich so die letzten Minuten verbracht habe. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, leite euch jetzt links zu meinem letzten Video, rechts zur Avatar-Timeline, in die goldene Mitte, um mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.